Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. Ich habe jetzt ja die Eier das letzte Mal hier noch reingeschmissen. Ich habe dann noch weitergemacht. Ich bin mal gespannt, was jetzt dann hier rauskommt. Jedenfalls habe ich hier eine neue Art, und zwar die Zillus-Eier. Ist auf jeden Fall schon mal interessant. Das heißt, ich muss definitiv weiter forschen und forschen. Und hier, was für ein Zufall und Glück, goldene Froscheier habe ich hier zweimal bekommen. Echt genial, finde ich super. Afai-Eier habe ich natürlich auch, die Strabo-Iolos-Eier. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Nochmal Zillus. Ach, das ist perfekt. Dann haben wir von jedem zwei. Das ist genial. Das ist genial, weil dann können wir das nämlich auch hier vorne schon mal ein bisschen weiter fertig machen. Natürlich noch nicht ganz fertig, aber halt, liegt da vielleicht doch nochmal eine Kiste, die ich übersehen habe? Ich glaube nicht. Na, ich glaube nicht. Ich habe jetzt bei der einen Handelsrakete, die da vorne schon weg ist, da habe ich jetzt mal den Auftrag gegeben mit dieser einen Energiezelle, oder nee, nicht Energiezelle, das war das, was ich da vorne bei den Extraktoren noch reinmachen wollte. Und da können wir reinmachen. Und zwar die Zillus war das, glaube ich. Zillus. Muss ich nochmal gucken. War das Zillus? Zillus, genau. Zillus-Eier. Wunderbar. Cool. Wieder eine neue Froschart. So. Zillus-Eier. Schöne grüne Fregassen. So. Zillus. So, Kenjos brauche ich natürlich noch. Da muss ich wahrscheinlich wieder weiterentwickeln. Jetzt brauche ich allerdings noch den Platz für die goldenen, ne? Und da brauchen wir allerdings ein bisschen Zeug. Ich würde auch sagen, dass ich noch mal mindestens zwei Stück von den Teilen dahinstelle. Weil ich weiß nicht, was es da alles für verschiedene Formen von Eiern gibt, ne? Und natürlich müssen wir auch schauen, dass wir noch generische Eier herstellen. Von daher schnappe ich mir gleich mal den T3. Ich würde sagen viermal. Wir haben ja vier von den Teilen. Dann brauche ich Dünger 2. Dann brauche ich für die Dinger hier, nicht Bauernhof, hier brauche ich den normalen Dünger. Zwei Stück, denke ich mal, das reichen. Mal gucken. Gemeine Larven. Habe ich jetzt hier keine, aber da hatte ich ja noch welche. Hatte ich? Oh, wo hatte ich die? Die habe ich doch das letzte Mal entdeckt und habe mich so gefreut, dass ich sie entdeckt habe. Das war hier hinten, ne? Ja. Seltene gemeine Larven. Zwei Stück und dann noch zwei Wasser, ne? Ja. Wasser sollte ich auf jeden Fall überall haben. Hier eventuell sogar schon. Ne, da sind Sauerstoffkapseln drin, toll. Gehen wir halt mal da ran. Jawohl, habe ich Glück, kann ich eh gleich trinken, passt schon. Was habe ich jetzt vergessen? Ich habe irgendwas vergessen, ne? So, erst einmal die generischen. Genau, die hier wollte ich machen, allerdings kann ich ja ohne den generischen das nicht machen, also brauche ich T4 und den Dünger. Warte mal, kann ich hier irgendwas rauspacken? Nee, ne? Aber ich kann noch einen Schrank hinstellen, schnell. Sonst muss ich wieder rumhampeln hier. Tu mal das Zeug raus, weil das brauchen wir jetzt halt überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt T3 und die Fischeier. T4 meine ich. Nehmen wir mal vier Stück raus. Wir nehmen mal Dünger raus. Und wir holen uns mal die Fischeier. Und zwar die C.
So, geh am besten außen rum. So, nochmal drauf schauen, ob ich es wirklich habe. Jawohl, C, T4 und Dünger. Also C, T4, Dünger. Dann haben wir nochmal. Ich mache mal ein bisschen anders rein, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch damit was zu tun hat, aber kann ich mir jetzt natürlich auch einbilden, in welcher Reihenfolge man das Zeug hier reintut. So, das dauert natürlich wieder ein bisschen. Das T4 war... Genau. Jetzt machen wir viermal die generischen und dann können wir viermal die Afai-Eier nochmal durchlaufen lassen. Jawohl, ich habe auch alles drin. Wenn es denn hier generische Eier gibt, heißt es, ne? Das ist noch die andere Sache. Aber ich hoffe, ihr lauft alle. Es sieht zumindest so aus, wenn das hier so glitzert. Jawohl, generische Froscheier. Dann kommt das und das rein. Das braucht auch wieder seine Zeit. Auch generische. Jawohl. Kann ich da eigentlich dann auch das da und das da reintun? Keine Übereinstimmung, okay. Schade, dass man da nicht auch ein bisschen rumprobieren kann, ne, mit verschiedenen. Dass ich dann auch sage, okay, zwar die Eier, aber dann kann ich T3 und T4 oder irgend sowas reintun. Und nochmal generische, jawohl. Wunderbar, und es läuft. Neue Terra Tokens. Dann gucken wir gleich einmal runter, ob das jetzt der hier war. Jawohl, weil dann kann ich nämlich gleich mein... Ne, das warst nicht du. Na super. Dann gehe ich aber über den Teleporter. Ich glaube, da bin ich flotter. Gehen wir mal ganz kurz in die Wüste. So. Aber ich glaube nicht, dass ich da den die Bestellung bekomme. Ne, die bekomme ich hier nicht. Schade, weil wie gesagt, ich habe bestellt, hier, Produktionsmultiplikatorsicherung, die habe ich bestellt. Fügen Sie diese Sicherung in einen Optimierer ein, um die Generierungszeit von Maschinen zu verkürzen, die Artikel generieren. Ich weiß halt nicht, ob mit den Artikeln auch die Extraktoren gemeint sind. Das ist mir halt ein bisschen rätselig, weil die anderen Dinger, die es da gibt, Entschuldigung, das hier ist die Druckvervielfachung, das hier ist Wärme, das ist Pflanzen und das ist Sauerstoff. Also das hat nichts mit den Extraktoren zu tun. Von daher denke ich schon, dass das mit der Produktion hier zu tun hat. Ist jetzt einfach mal meine Vermutung, ne? So, gehen wir mal zurück zur Base. Weil ich hätte nämlich auch gleich einmal draufschauen können. Ach, da ist er ja. Ach so, nee, der ist noch gar nicht weg, ne? Komm, schick das Ding einfach los. Weg damit. Ich will endlich mal eine Bestellung haben. Ist halt echt schade, dass man da nichts mehr sieht, ne? Trotzdem. Es könnte ja trotzdem noch die Anzeige hier verbleiben. Und es wäre gut, ne? Und warum habe ich jetzt eigentlich so viel Terra-Token? Das ist noch die nächste Frage. Ich habe doch was ausgegeben. Naja. Egal. Egal. So, halt, bevor ich da wieder hintersaus. Wir müssen noch mal an die Kästen. Lila Farbe, das ist wahrscheinlich jetzt nichts, ne? Da kommt jetzt nichts runter. Das ist wieder nur Wind. Zillus. Afai. Nochmal Afai. Und nochmal Afai. Okay, jetzt ist dann die Frage, was wir als nächstes machen. Ich habe den Dünger. Was brauche ich da nochmal? Die Gemeinlarven, die habe ich noch einstecken, ne? Ja. Dann können wir die zwei hinmachen. Dann hätten wir nämlich einmal für die goldene.
Und dann müssten wir noch mal schauen, dass wir noch Forschung weitermachen. So. Mache ich dich einfach mal daher. Und den anderen, der noch als Reserve da sein soll, machen wir jetzt daher. Jetzt habe ich wieder keinen. Ah, da. Wunderbar. So, das passt. Dann machen wir hier nämlich jetzt einfach Gold. Da schreibe ich jetzt auch einfach nur Gold. Ups. Und der andere Goldene kommt dann. Ach so, jetzt habe ich wieder keins, ne? Der andere Goldene kommt dann eben hier rein. So. Gibt es ein Silber auch? Ich bin mal gespannt, ob ich da noch irgendwas Neues entdecke. Komm, ich brauche. Da, danke. Ich brauche nur einen. So. Dann kommst du hier noch drüber. Passt. Gold. Wunderbar. Ja, einen hätten wir auf jeden Fall noch, den wir ergänzen können. Kenjos würde ich halt gerne nochmal haben wollen. Aber das ist halt wirklich eine Zufallssache. Halt, bleib mal da. Weil dann tue ich nämlich. Ah, ich habe kein Eisen hier, ne? Da hätte ich jetzt nämlich einen Schrank hingestellt und hätte einfach die übrigen Eier dann da reingetan. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir noch welche davon. Das ist nur die Frage, welche, ne? Das ist nur die Frage, welche ich mache. Die generischen brauche ich ja auf jeden Fall für alle. Strabo könnten wir eigentlich dann noch mal herstellen. Jetzt holen wir erst einmal wieder das Zeug für die generischen. C, T4 und Dünger. So. 4. Der Dünger. Halt, da müsste rein. Und dann noch die C. Dann hauen wir die rein, haben wir die generischen und dann machen wir das Zeug zusammen für die Dinger da, für die Strabo. Machen wir Strabo, viermal Strabo. Strabo, Strabo. Zack, zack, zack. Vielleicht jetzt ja nicht so unbedingt mörderspannend. Aber muss ja auch gemacht werden, ne? So, für die Strabo brauchen wir dann noch T4 und Dünger auch noch mal. Ja, okay, noch mal T4 und Dünger. Da schaffe ich es selten, dass ich hier drin fliegen kann. Halt, was willst du hier überhaupt? So, wieder falsch gedacht, ne? T4 und normalen Dünger. So. Jetzt war ich wahrscheinlich zu schnell, oder? Hallo? Jetzt. Nee, passt sogar. So, das hier. Zweimal und
Nummer 3 und die Nummer 4. Wunderbar. So, das sind die Cilius, Afai, Strabo, okay. Und wir machen jetzt halt nochmal die Strabo. Jetzt hoffe ich einfach nur mal, dass hier vielleicht irgendwas anderes rauskommt. Und das nächste, worum wir uns dann kümmern, ist quasi die Schmetterlingsfarm. Und da möchte ich es genauso machen. Allerdings habe ich halt da nicht so schöne Aufsteller wie jetzt halt hier. Ne? Das gefällt mir wesentlich besser wie diese Tafeln oder Schaukästen. Und dann irgendwann machen wir dann auch noch die Fische natürlich. Das muss auch sein. So, was kriegen wir? Einmal Aiolulus, den Aloysius. Dann nochmal den Aloysius. Nochmal. Oh Gott. Komm. Okay, und hier haben wir nochmal die Strabo. Okay, jetzt haben wir viermal den Aloysius, zweimal den Strabo. Okay. Es gibt ja bei der Entwicklung noch einmal Eier. Eine Sorte ist noch nicht freigeschalten. Und das sind die Amedo-Eier. Die werden bei 600 Tonnen freigeschalten. Da, bis dahin haben wir natürlich noch ein bisschen. Aber man sieht, das ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Insofern denke ich dann schon, wir könnten noch die restlichen Fischeier, die wir da haben, die Froscheier, die wir jetzt zwar doppelt und dreifach haben, die könnten wir aber alle platzieren. Ne? Das würde uns ja dann nochmal extrem nach oben pushen. Das heißt, ich brauche Wasser, gemeine Larven. Ja, das mache ich jetzt einfach. Das machen wir einfach. Halt, die gemeinen Larven, doch, stimmt schon. Ja, nicht selten, ne? Gemeine brauchen wir da. Wie viel machen wir denn? Wir haben jetzt seit 2, 4, 5, 10, 12 Stück hätten wir jetzt, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir erst einmal 6 Stück. Weil ich brauche Wasser und Dünger auch noch, ne? So, gib mal hier bitte an, dass Wasser reinkommt. Nicht Angebot, sondern Nachfrage. Und Sauerstoff kannst du genauso noch reintun. Das ist egal. Wobei ich nicht mehr weiß, wofür ich die Sauerstoffkapsel nochmal gebraucht habe. Wasser. Wasser, Wasser. Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und den normalen Dünger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terra Tokens gewonnen. 192. Das heißt, das Schiff ist wieder da. Jawohl. Und dann können wir nämlich das Ding auch gleich holen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich dann auf die Teile wirkt. So, komm, mach hinne. Die Zeit läuft. Jawohl, her damit. Ach halt, ich habe ja gar nicht die Materialien dabei, um das Ding zu bauen. Wir können mal gucken, ob an dem Froschtümpel hier vielleicht nochmal generische Eier sind. Ja, da sind welche gekommen. Kann ich das von hier oben machen? Ja, geht sogar. Okay. 1, 2, 3, 4. Jetzt hast du nicht gedrückt. 5 und die Nummer 6, das drehen wir wieder ein bisschen. So.
Da muss ich dann später natürlich die Schilder noch hinmachen. Aber ich würde jetzt sagen, wir hauen jetzt halt einfach mal welche von den Dingen hier rein. Frischer Fee. Silius. Eigentlich habe ich da auch frische. Weil dann müsste ich ja eigentlich die generischen auch noch da reinbringen, ne? Ja. Ich müsste die generischen auch noch daher tun. So, Fall. Ich glaube, du warst auch neu, ne? Und mit da noch den Alois. Und hier nochmal den. Da den Strabo, da den Alois. Und dann sind, glaube ich, alle weg. Genau, 6 Stück haben wir noch. Dann gucken wir mal, dass wir das Zeug zusammen bekommen für den Vervielfacher. Vielleicht gleich für 2 Stück. Wir brauchen auf jeden Fall den Obsidian. Den ich wohin gemacht habe? Achso, in einem von den Dingen hier. Hier. Kanzeln. Biokunststoff. Obsidian. Da habe ich den Obsidian. Jetzt gucken wir mal nochmal ganz kurz drauf, weil das kann ich mir immer nicht merken. Immer 3 Stück. Also da ich 2 Stück hinbauen will, brauchen wir natürlich hier von 6 Stück. Dann brauchen wir 4-mal Schwarzpulver. Oh. Schwarzpulver, Schwarzpulver, Schwarzpulver. Huh. Glück gehabt, ne? 4-mal Schwarzpulver und noch 2-mal Uranstäbe. Uranstab, Uranstab. Ja, da war ich schon hier richtig. Nur die Frage, ob ich hier schon welche habe, ne? Weil ich lasse dem Spiel ja echt keine Zeit, hier was ranzuschaffen. Oh ja, okay. Dann passt's. Dann können wir 2 von den Dingern aufbauen. Natürlich wird ein herrliches Wetter dafür. Aber ist ja egal. Ich sollte endlich mal dieses Licht da wegmachen, dieses Grüne. So, und zwar möchte ich einen hier hinstellen in die Mitte, ungefähr in die Mitte. Ich hoffe, ich pack das. Das sollte passen. Und einen möchte ich da hinstellen in die Mitte. Jetzt versuche ich echt so genau wie möglich hier auf diesen Strich zu schauen und trotzdem kriege ich es nicht hin, ne? Weil das ist immer doch das, dass ich auf der einen, ich müsste mich hier schräg hinstellen, dann geht es besser. Dann habe ich nämlich hier die Kante, da die Kante. Ja, und danach darf ich nicht gehen, ne? Nach dieser Kante. Die muss ich dann, wenn dann, ein bisschen versetzen. Ein bisschen nach hinten versetzen. So. Jawohl. Dann gefällt mir das ein bisschen besser. Ja, komm, das passt schon. Gucken wir mal. Jawohl, sie leuchten. Das ist doch gut. Aber hat sich jetzt da was geändert? Okay, es sind halt 8 Maschinen drin, ne? Das sind die, die da hinten sind, nicht dabei. 202 Energieproduktionszeit 75 Sekunden, 60 Sekunden. Also ein bisschen schneller geht's. Wenn wir dann da nochmal so eine Kapsel reinschmeißen, ideal. Mal ganz kurz schauen, ob die Rakete noch da ist. Ja, vielleicht schaffe ich es noch, dass ich dann nochmal so ein Ding hinmache. Nochmal so ein Teil mit bestellen. Produktion. Einmal. Ach so, ich habe. Hatte ich nicht gerade
über 6.000 noch? Kann man das angeben, auch wenn das jetzt von den Gesamtkosten her natürlich teurer ist? Aber ich bekomme ja immer wieder das Zeug, ne? Ja, komm, du kannst starten, denke ich. Nee, geht nicht. Das muss auf jeden Fall gegeben sein hier. Naja, es fliegen halt jetzt zwei Raketen im Grunde nur mit Stoffen. Ist halt einfach so. So, aber die haben wir schon mal aufgebaut jetzt. Jetzt hole ich mir mal noch schnell was am Snackautomaten. So. Und dann schauen wir, dass wir die Sachen noch zusammenbekommen für die anderen Frösche. Ich vergesse es ja immer zu gerne, ne? Gemeine Larven. Hat schon gestimmt, dass ich daher gehe. Nicht die seltenen, die gemeinen bitte. Dann Dünger. Genau, der normale Dünger. Und dann Wasser. Moment, Wasser müsste ja hier auch sein. Oder nicht. Da hast du kein Wasser. Wenn dann hier noch? Nee. Wir gehen halt mal überall durch. Da war's. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geh raus. Jawohl, dann können wir die nämlich noch hinstellen. Und da haben wir auch noch mal 6 Stück. Und es ist schon wieder dunkel. Bilde ich mir das nur ein oder wird es häufig dunkel? Dann machen wir das jetzt halt noch hier zum Schluss. Und dann ist es doch eine richtig fette Froschfarm hier. So, ich stelle mich wieder hier oben drauf. Dann würde ich sagen, machen wir... hier, das da. Genau, gehen wir ruhig ein bisschen daher. Einmal. Zweimal. Dreimal, da passt auch noch einer hin. Viermal. Fünfmal. Und sechsmal. So. Natürlich jetzt dunkel wie sonst was. Machen wir mal den hier. Den hier. Da machen wir nochmal, weil da haben wir nämlich so viele. Und du warst noch. So. Dann laufen die doch alle wunderbar. Da mache ich noch die Schilder dran. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich das mache. Sonst machen wir das halt wieder miteinander. Aber würde ich sagen, dass das mit den Fröschen jetzt erst einmal okay ist. Ich brauche halt noch diese Kencho-Dingsbums-Eier, die da waren halt. Ne, da gibt es nichts. Und generische Eier brauche ich noch einmal. So, halt, ich wollte da vorne drauf schauen, wie das jetzt läuft hier bei den Tieren. Hier. Jawohl. Und schon läuft es nochmal schneller. Also das hat sich schon gelohnt, dass wir das hier mit reinbringen. Ist hier eigentlich noch irgendwas zum Freischalten? Ja, hier ist... Oh, Triu-Eier kommen hier auch noch bei 12 Kilotonnen. Wenn ich das ein bisschen laufen lasse, Insekten, ich wollte sowieso die Schmetterlinge und die Bienen wollte ich ja noch machen mit separaten Ranges. Dann können wir die Dinge auch nochmal freischalten. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns das nächste Mal etwas mehr um die Insekten. Bauernhof brauchen wir nicht, aber die Schmetterlingsfarmen wären auf jeden Fall interessant. Natürlich haben wir die Schmetterlingskuppeln, die definitiv mehr bringen als die Teile. Obwohl 475 pro Sekunde, ne? Und das hat 20 pro Sekunde. Die Kuppeln, die sind eigentlich eher weniger effektiv wie die kleinen. Naja, gut, macht nichts. Dann kümmern wir uns da das nächste Mal um die Insekten.
Vielleicht kann ich auch ein bisschen laufen lassen und wir sind dann schon fast am Ziel. Aber ich würde natürlich gerne noch die anderen Froscheier haben wollen. Da ist jetzt nur die Frage, wohin? Wir könnten die Schmetterlinge dahin bringen, aber da haben sie wenig Sonne. Vielleicht da hinten. Vielleicht da hinten. Das wäre doch gut. Wir haben da zwar Bäume stehen, aber das wäre egal, ne? Hier ist trotzdem noch schön flach. Ja, relativ flach ist hier. Noch besser ist es da. Dann könnten wir hier eine Kapsel herstellen wieder. Und dann machen wir da die Schmetterlingsfarmen her. Ja, vor allem ist es noch hell genug, ne? Ja, gut, man kommt hier schon in das Alu-Gebiet rein, ne? Vielleicht stellen wir es auch hier so ein bisschen zwischen die Felsen, warum nicht? Blumen muss ich ja eh noch machen. Also kommt noch ein wenig was auf uns zu. Alles klar, das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Ich überziehe schon wieder. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keine Parts mehr verpasst. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.